Jetzt die Grenzwellen mit Ecki Stieg. Exklusiv bei Radio Hannover. Die Stimme der Stadt. Am Mikrofon Ecki Stieg. In den nächsten 2 Stunden geht es um Thorsten Quaschning und sein Konzertprojekt Behind Closed Doors.
Von unserer aktuellen, auf dem Portal Bandcamp digital veröffentlichten Compilation Grenzwellen 7, Thorsten Questioning und der siebte Teil eines Konzerts, das er im November letzten Jahres im Kapitoltheater in Zeil am Main gespielt und aufgenommen hat. Thorsten Questioning ist ein ausgebildeter Multi-Instrumentalist, gründete 2003 seine Band Picture Palace Music, um dann 2005 in Tangerine Dream einzusteigen, und er ist seit dem Tod von Edgar Fröse im Januar 2015 auch ihr musikalischer Leiter, neben den anderen zwei heutigen Tangerine Dream-Mitgliedern Ulrich Schnaus und Hoshiko Yamane. Darüber hinaus ist Thorsten Questioning solistisch und in den unterschiedlichsten Projekten und Konstellationen, vor allen Dingen auf den Bühnen dieser Welt, aktiv. Und wann immer wir uns in den letzten Jahren begegnet sind, war meine erste Frage, wann er bei den ganzen Auftritten rund um die Welt eigentlich einmal schläft. Als das eben gehörte Stück im November 2019 eingespielt wurde, war das Virus Corona noch weit entfernt und die damit verbundenen einschneidenden Folgen, vor allen Dingen für Musiker wie ihn, waren noch absolut unvorstellbar und surreal. Ich habe mit Thorsten in der letzten Woche das nun folgende Interview geführt, wie in diesen Zeiten üblich nicht von Angesicht zu Angesicht, sondern via Skype. Und meine erste Frage war, wann er das Ausmaß und die Konsequenzen dieser Corona-Pandemie zum ersten Mal realisiert hat. Zunächst war das für uns, wie für uns alle, glaube ich, ziemlich abstrakt. Ich meine, wir waren bis zum, ich glaube, 21. Februar war ich in Mailand. Dort haben wir eine Klanginstallation für dieses Formazione Prada Museum gemacht. Das ist eine Kafka-Ausstellung, und als Klanginstallation läuft das Kafka-Album von Tangerine Dream. Und darum war ich in der Woche, also am Tag, nachdem ich abflog, wurde der Flughafen geschlossen auch. Und es war auch schon die ersten, also im Prinzip wurde es in Deutschland sogar noch ein bisschen, okay, ich meine, Asien ist eine Sache, Italien ist ja trotzdem gefühlt so, aber das war wirklich, ich war halt dort. Dann war ich ja auf Tour, erstmal zwei Konzerte mit Saga, dann hatte ich Solo-Konzerte in England, und da fing es dann schon an. Das letzte Konzert auf dem Rückweg in Holland, Niederlande, wurde schon abgesagt dann. Dann war es erstmal wie Dinge einschätzen. Und ich meine, da sind wir immer noch nicht, also mindestens ich, nicht angelangt, um die Situation vollends einzuschätzen für die nächsten Monate und wer weiß, wie lange es geht. Ich meine, ich bin bei 22 abgesagten Konzerten in diesem Zeitraum bis jetzt. Ich hätte ja diese Howard Jones Tour auch noch gehabt, und wir wären übernächste Woche wären wir mit Tangerine Dream in Japan gewesen. Die ganzen Sommerfestivals sind weg, und so gesehen ist es, glaube ich, auch schwierig für September, Oktober, November. Ich bin mir da nicht sicher, wie man das lösen soll. Auf der anderen Seite leben wir davon, ne? Und dieses Jahr war so geplant, zwei lange gebündelte Abschnitte zum Touren und Konzerte spielen und dann das neue Album. Das hätte sich gegenseitig finanziert, weil ein Album schreibt man nicht in einem Monat, sondern da sitzt man eine Weile dran. Und jetzt muss man die Zeit irgendwie sehen, weil das ist ja am Ende des Tages dem Vermieter egal, wie viele Konzerte man gespielt hat, ne? Und ich denke, wir versuchen, das Beste draus zu machen. Wie weit das im Live-Geschäft jetzt dieses Jahr oder wer weiß, wie es im nächsten Jahr ohne Impfstoff ist, alles funktioniert. Von daher war das eine ziemlich, na gut, spontan ist alles momentan, ne? Also das ist nichts, kann geplant werden. Niemand war auf diese Sache vorbereitet. Niemand war vorbereitet, und vor allen Dingen weiß niemand, wie lange diese Situation anhalten wird. Während in vielen Bereichen gelockert wird, ist zu befürchten, dass Live-Konzerte auf unbestimmte Zeit gar nicht mehr stattfinden werden. Viele Künstler fühlen sich, nicht zuletzt auch von der Politik, alleingelassen. Absolut. Ich glaube, diese Idee mit der großen Unterstützung, das hat nicht groß funktioniert. Es gab halt diese erste
In Berlin funktioniert eine Soforthilfe, was halt für Hoshiko und Frick funktionierte. Ulrich ist in London, das ist natürlich noch eine ganz andere Sache. In England funktionieren da auch Gesundheitssysteme manchmal besser, manchmal schlechter. Auf der einen Seite ist es eine große Bekundung eines Zusammenhaltes. Auf der anderen Seite fühlt man sich denn doch in irgendeiner Form alleingelassen. Aber wiederum ist es kein Berufsverbot, weil wir dürften ja arbeiten. Es gibt bloß keine Plätze, wo wir arbeiten können. Das ist schon ein Punkt. Ich meine, es ist, auch da kann man das so ein bisschen aufsplitten. Es gibt Leute, die ja immerhin noch ein bisschen durch Musikverkauf irgendwas generieren können. Wiederum Leute, die halt, ich kenne auch viele aus dieser Live-Musikszene. Das ist wirklich extrem dramatisch. Da ist halt alles weggebrochen. Und auch Online-Unterricht und sowas funktioniert ja auch nur begrenzt. Ich meine, gerade wenn es kleinere Kinder sind, muss auch immer ein Elternteil daneben. Und ich meine, wie funktioniert das? Ich meine, für ein Skypen reicht das. Aber jetzt wirklich zu hören, ist der Finger wirklich auf einer Gitarrenseite so schön, ist vielleicht die Technik auch noch bei den meisten auch noch nicht eingerichtet, vor allen Dingen. Nein, es ist schon auf der so ein bisschen Verzweiflung, aber es auch wirklich, es mündet in so einem Zusammenhaltsgefühl, dass die Leute wirklich, bei allen Leuten geht's gleich. Und das ist schon eine Veränderung. Ne? Also jeder muss mit demselben Problem in diesem Augenblick dealen, sozusagen. Und das verbindet. Und man gönnt sich Dinge eher, meiner Meinung nach, in irgendeiner Form. Man überlegt gemeinschaftlich, was können wir daraus machen. Selbst bei uns dreien, ich meine auch Hoshiko hat weniger Alben zum Beispiel. Ne? Ich glaube, das ist noch viel, viel schlechter, denn dort von der Situation her. Das ist schon sehr dramatisch in irgendeiner Form. Die Corona-Pandemie hat zum Teil sehr gegensätzliche Effekte. Einige Künstler sind völlig paralysiert und ziehen sich verzweifelt und hilflos zurück. Andere hingegen scheint diese Not und diese Ausnahmesituation geradezu zu beflügeln, nach neuen Wegen und kreativen Ausdrucksformen zu suchen und auch die sozialen Medien intensiver zu nutzen. Ironischerweise spielt das ausgerechnet den oft als Nerds belächelten, solitär arbeitenden elektronischen Musikern in die Hände. Ihnen fällt es gegebenermaßen leichter, dieses Vakuum zu füllen, leichter als einer Band, die auf die direkte Interaktion mit dem Publikum angewiesen ist. Und viele dieser Musiker denken darüber nach, wie man in diesen Zeiten dennoch gemeinsam ein Projekt für ein großes Publikum auf die Beine stellen kann, ohne direkt vor ihm aufzutreten. Als mich Thorsten Questioning vor ein paar Wochen fragte, ob ich die Konzerte seiner Behind Closed Doors Serie für den Online-Auftritt der Grenzwellen bei Facebook übernehmen und mit präsentieren möchte, habe ich spontan zugesagt, ohne zu wissen, was da eigentlich kommt. Denn spannend klang es allemal. Thorsten hat die Räumlichkeiten der Uferfabrik in Berlin gebucht und die unterschiedlichsten Musiker für lange improvisierte Sessions eingeladen. Wie kam diese Idee zustande? Ich glaube, die erste Gespräche über die waren ziemlich genau 14.3. hatte ich überlegt, wie weit man sowas umsetzt. Da ging es aber darum, man muss eine Menge Leute zusammenbringen, man muss eine große Logistik dann am Ende des Tages auch noch zusammenführen, man braucht Räume. In meinem Fall ist es, okay, jetzt vielleicht wieder zu weltlich, aber in meinem Fall war es zum Beispiel auch wichtig, dass wir einen Raum mehrere Wochen haben können, weil es ist, ich baue einfach lang meine Sachen auf. Also ich kann nicht einfach irgendwo hin. Das Festivalveranstalter werden das bestätigen, dass es ein großer Fluch bei mir ist. Ich brauche einfach extrem lang, bis die Sachen laufen. So. Dass wir irgendwas machen sollten, so als erstmal sehen, wie läuft das. Ich meine, es konnte auch niemand wissen, wie viele Leute am Ende jetzt des Tages dazu sagen. Ich habe einfach erstmal ziemlich einfach gehandelt und die Leute,
mit denen ich in den letzten Jahren sowieso mal telefoniert habe oder irgendwo getroffen habe, wo ich meine, wir kommen miteinander menschlich klar, angeschrieben. Es muss ja zu zweit funktionieren. Ich meine, angefangen haben wir in einer Zeit, wo man wirklich auch begrenzt war mit Personen in einem Raum. Und ich denke, wenn man jetzt so ein Konzept macht, sollte man nicht im ersten Stream sich über die Regeln hinwegsetzen und man sieht da eine Band stehen. Also das kann nicht die Idee. Zum einen Regeln brechen, zum einen habe ich auch ein bisschen Bedenken einfach so gehabt, dass es so, irgendwer kann es denn doch haben. Und hey, das mit Ansage sich da irgendwie infizieren, ist auch weit entfernt von dem, was ich haben möchte. Das hat dann trotzdem bestimmt 2-3 Wochen Vorbereitung gebraucht, bis das alles funktionierte. Ich meine auch Räume und das ist das, finanzierbare Räume. Dass im Endeffekt so viele Leute zugesagt haben, dass wir eventuell über eine zweite Staffel nachdenken, ist schon unfassbar. Und das ist halt das Zusammenhaltsgefühl. Also auf der anderen Seite war es natürlich auch hauptsächlich Leute aus Berlin. Es dürfen ja immer noch auch keine Österreicher, Holländer über die Grenzen. Von daher war schon auch, wiederum gab es auch 2 Leute, wurden eingeladen oder waren eingeladen, die nicht aus Berlin kommen. Und da war es natürlich die Sache, man brauchte halt wegen Bundeslandüberschreitung halt auch so ein Arbeitsdingens, dass man es vorlegen konnte. Zum einen, auf der anderen Seite gab es ja keine Hotels, wo ich die Leute unterbringen konnte. Und das waren halt die sehr disziplinierten, unfassbaren Leute, die dann morgens losfahren, die Session spielen und mit dem einen Auto dann wieder zurückfahren. Also von daher gab es schon in dem Sinne eine Selektion, einfach welche Szenarien umsetzbar sind und welche nicht.
Thorsten Quaschning, zusammen mit dem auch als ein Drittel von Brandbrauer Frick bekannten Paul Frick und ein Ausschnitt ihrer Session der Behind Closed Doors Serie. Die Gäste, die sich Thorsten Quaschning für diese Konzerte eingeladen hat, sind stilistisch sehr unterschiedlich. Vom soliden Rockgitarristen über die klassische Violinistin bis hin zur Avantgarde wird ein großes Spektrum abgedeckt. Dabei bekommt jede Session durch den Gast einen ganz eigenen, unverwechselbaren Charakter. Der rote Faden, bestimmt durch Thorstens Keyboards und Gitarre, bleibt aber stets erkennbar, sodass diese Mosaiksteine der einzelnen Sessions ein großes, gelungenes Gesamtbild ergeben. Ja, vielen Dank. Na, das ist auch, na gut, einfach dem Moment geschuldet und verdankt, zeitgleich. Ich meine, ich habe es mir ehrlich gesagt recht einfach gemacht und die erste Session, die wir aufnahmen, die wir zwar später ausstrahlten, war die mit Hoshiko, wo ich einfach davon ausging, das wird schon funktionieren, das haben wir 80, 100 Mal vielleicht, wer weiß wie häufig gemacht. Und auch Frick ist natürlich einfach mit dem spiel ich sehr häufig Musik und das würde schon klappen. Das waren im Prinzip die sicheren Nummern. Zum einen, zum anderen ist natürlich auch in Festivalsituationen, setze ich mich zum Teil dann auch musikalisch mehr durch, wenn zum Beispiel ich gebucht wurde. Wenn ich jetzt bei Schiller im Autokino gespielt habe, halte ich mich natürlich zurück, weil das einfach ein Schiller-Konzert ist. Und in diesen Situationen war es aber sehr ausgeglichen. Und mit manchen Leuten habe ich noch nie zusammen Musik gespielt. Ich weiß, die können unfassbar gut spielen. Aber im Prinzip, dass es, obwohl ich nicht der große Freund, Fan und Verstehende von Tanz bin, ist es ähnlich so, wer führt in irgendeiner Form. Ne? Und das kann sich auch während dieser halben Stunde dann auch abwechseln. Und das ist zum Beispiel holprig. Zum Teil dieses, am Anfang, wenn man sehr höflich ist und wartet, dass der andere jetzt irgendwas macht, kann sich das natürlich auch gefühlt ein bisschen hinziehen. Und ich meine, gerade wenn man etwas sieht, sind ja selbst 30 Sekunden, 60 Sekunden sehr lang, wenn im Prinzip so eine Art abwartende Haltung von beiden Seiten passiert. Aber das ist auch schön, dann passiert vielleicht eher subtilere Dinge, die man vielleicht in einem Audio auch eher hört, als wenn man zwei Leute sieht, die so ein bisschen anderen fragend angucken. Aber das ist wirklich sehr interessant. Jeder bringt was rein. Also auf der anderen Seite, ich gebe zu, ich glaube, sonst bin ich auf der Bühne manchmal ein bisschen einnehmender von der Musik bei Sessions. Also das ist gut und schlecht zugleich. Zum anderen sind das jetzt 12 Sessions in Folge und ich hatte sehr große Angst davor, dass das alles gleich klingt. Zum Teil waren die Sessions auch Wall-to-Wall, also dann am nächsten Tag noch eine. Die Zeit, die Klänge umzuschalten, also ich meine Klänge umschalten, heißt bei mir Kabel ziehen. Ich habe keinen Preset-Knopf für viele Sachen, sondern es ist einfach ein Modularsystem. Wenn man am nächsten Morgen nochmal 2 Stunden hat, irgendwelche Patches zu ändern, wäre die Wahrscheinlichkeit höher gewesen, dass so fast, also ähnlichere Sessions, also hatte ich im Kopf, da wo ich erst Bedenken, aber das hat sich wirklich nicht so rausgestellt. Durch die Gäste, die wirklich auch häufig mal die Führung übernommen haben, im Tanz sozusagen, hat sich das wirklich immer anders entwickelt. Und ich meine, wenn das Klangdesign am Ende des Tages oder so ein bisschen ein paar Punkte, dass man mich raushört, liegt daran, dass ich halt immer noch ich bin und habe bei 2 Leuten, das ist also 50% halt. Das ist schön. Das hat mir wirklich bei vielen sehr gefallen. Ich glaube auch, für mich die schönen Momente pro Session variierten auch sehr. Bei so 2, 3 fand ich das Ende grandios. Bei manchen gab es im Mittelteil einfach so einen schönen Ausbruch. Es sind einfach dann insgesamt 12 Persönlichkeiten, gell? Und dass jeder tickt anders, macht andere Musik. Wahrscheinlich weniger als die Hälfte sind gewohnt, überhaupt 50 Minuten am Stück in dieser Form zu spielen. Das muss man ja auch erstmal üben. Ich glaube, man jammt zu Hause und übt zu Hause, aber im Verbund, wenn man auch weiß, die Idee am Ende des Tages ist natürlich auch, wir schneiden nicht das Video. Ich bearbeite ein bisschen die Mischverhältnisse, die Lautstärkeverhältnisse der einzelnen Spuren. Aber es gibt halt auch nur einen Versuch. Also trotzdem gibt es so ein bisschen den Druck des, wir müssen jetzt in dieser Sekunde
funktionieren. Und das ist auf 50 Minuten für die meisten, die vielleicht denken, 6,5 Minuten ist ein langes Stück Musik, was für die meisten der wirkliche Fall ist einfach, gell? Ist manchmal auch anstrengend, ne? Dass man sagt, was fällt mir jetzt noch ein? Kann ich diesen Part 32 Takte oder 64 Takte spielen, obwohl ich es im gewöhnlichen, also im sag ich mal, Arbeitsleben dieser Musiker wahrscheinlich 8 Takte gespielt hätte. Thank you.
Thorsten Quaschning zusammen mit seiner Tangerine Dream Kollegin, der Violinistin Hoshiko Yamane, und ein Ausschnitt ihrer Behind Closed Doors Session. Ich habe jede dieser Sessions in Bild und Ton bei der Übertragung auf unserer Grenzwellenseite bei Facebook verfolgt und später dann noch oft gehört. Es ist eine interessante Erfahrung festzustellen, dass viele Sessions ein ganz neues Eigenleben entwickelt, wenn man sie öfter hört und nicht sieht. Wobei es natürlich ebenso hochinteressant ist, zu beobachten, wie die Musiker agieren, wie sie entweder spontan und schnell oder eher abtastend zueinander finden. Thorsten Quaschning kehrt damit auch zu den Anfängen von Tangerine Dream zurück, als die klassische Besetzung Edgar Fröse, Peter Baumann und Christopher Franke jedes Konzert improvisierte und man sich am Anfang höchstens auf eine gemeinsame Tonart geeinigt hat. Das läuft ähnlich. Wiederum aus dem Punkt, dass ich Angst hatte, dass viele Sachen ähnlich klingen könnten, habe ich die Tonart auch den Gast entscheiden lassen. Also da war es jetzt nicht nur A oder E. Aber das ist schon das Tempo, es muss halt synchronisiert werden. Ich meine, auch die Gitarristen, die jetzt dort waren, haben so viel Echos, dass es auch relevant ist. Also das Tempo und die Tonart, also die Anfangstonart, ist fest. Und dann ist es halt wirklich, ich glaube, zum Teil wirklich besser, was ich ja schon erzählt habe, besser gelaufen als manchmal auf Bühnen, dass man sich dort in der Situation sehr gut zuhört. Was natürlich auch so ein bisschen, wir hatten Kopfhörer und kein Publikum, keine Brüll-PA. Man hört Sachen viel detaillierter. Auch das war eine schöne Situation, eine Hörsituation halt auch. Nein, und dann einfach zuhören. Man muss, also das Tempo blieb meist starr, also am Ende haben wir halt, wenn es so ein langes Outro-Ambientes gab, haben wir einfach gegen den oder ohne Klick gespielt, also einfach rausgenommen. Jeder kann den für sich außen anschalten. Aber sonst gibt es auch keine Vorgaben. Und das ist wirklich schön, weil es kann alles passieren. Ne? Und zum Teil passieren wirklich auch wirklich unerwartete Dinge. Ich meine, bei Franz hatte ich dann wirklich, das hatte ich allerdings vorbereitet, aber das wusste er ja nicht. Also ich hatte immer in so ein, zwei Stunden vorher kam ich dahin, habe, wie gesagt, Sounds umstellen und halt Ableton halt benutze ich, um Akkorde einfliegen zu lassen, weil das mit dem Step-Sequencer bedingt lustig ist, weil es geht, aber es ist viel Arbeit. Hatte ich wirklich einen sehr, sehr glänzenden Sonnenschein-Dur-Part, was wirklich sonst nicht so meine Welt ist. Aber es hat, glaube ich, wirklich ganz nett funktioniert. Und aber der Gast weiß davon nichts. Die Sessions sind unterschiedlich lang und reichen von 30, 40 Minuten bis hin zu fast einer Stunde. Wie weiß man als Musiker, wann es sich dem Ende zuneigen sollte? Zu zweit geht das deutlich einfacher nach Gefühl. Das ist nach Anzahl von Leuten deutlich schwieriger, weil im Verbund von drei, vier Leuten irgendeiner Person fällt immer noch was ein. Das macht zu zweit deutlich einfacher, das Ende ein bisschen definierter zu gestalten. Weil du musst nicht nur mit einer weiteren Person synchronisieren. Also jetzt auch in der Gefühlswelt, nicht nur rein technisch. Manche Sachen hätten wirklich auch mit 20 Minuten wäre ich auch zufrieden gewesen. So. Und auch es gab nicht den Moment, wo es gefühlt so war, dass ich jemand nach einer Stunde irgendwie sagte, so jetzt müssen wir langsam mal. Nee, es war wirklich ein wirklich natürlicher, gefühlter Prozess in diesen Sessions, die wir gespielt haben.
Jetzt die Grenzwellen mit Ecki Stieg. Exklusiv bei Radio Hannover. Die Stimme der Stadt. Am Mikrofon Ecki Stieg. Und auch in dieser Stunde geht es weiter mit Thorsten Questioning und seiner Konzertserie Behind Closed Doors.
Thorsten Quaschning zusammen mit Lutz Graf Ulbrich, besser bekannt als Lül, ein Urgestein und erfahrener Session-Gitarrist, der unter anderem schon mit Ashra Temple und Agitation Free gespielt hat. Ein Ausschnitt ihrer Behind Closed Doors Session. Die Musiker, mit denen Thorsten gearbeitet hat, sind natürlich allesamt Meister ihres Fachs und auf ihren Instrumenten. Dennoch reicht pures Handwerk für derartige Sessions nicht aus, denn die Kunst des Improvisierens verlangt ganz andere Qualitäten. Das sehe ich auch so. Also ich kenne auch die Situation, wirklich Leute, die auf Noten warten, vollkommen richtig. Das hätte jetzt nicht funktioniert in irgendeiner Form, natürlich nicht. Aber das hat wirklich erstaunlich, dass man sich auch aufeinander einlässt, dass auch nicht jemand eine Stunde drüber solierte und alles platt walzte oder so. Das kann ja auch passieren. Da habe ich auch Konzerte gespielt, wo sowas passierte. Das bringt ja auch nichts. Nee, das ist wirklich auch, dass die Leute sich zugehört haben. Und das ist wiederum, ich glaube, das ist auch niemand, dieses Selbstprofilieren viel weg. Und ich weiß nicht warum. Ich meine, aus vielen Gründen fand ich es in sich stimmig, uns vor einer leeren Bühne aufzubauen und nicht auf einer Bühne. Das find ich gut so. Also man kein Posing, kein Blinklicht und halt kein Publikum, wo man irgendwen beeindrucken mag. Trotzdem genug Kameras, wo man reinschaut und weiß, es wird nicht geschnitten. Ich glaube, da gab es nicht diese Testosteron-Momente, wo jemand unbedingt jetzt zeigen musste, so guck mal, ich kann 30 Minuten lang 64 zocken oder so. Das hat niemand gemacht und das tut ja Musik meistens gut. Welcher von den vielen Musikern, mit denen er bei diesen Sessions spielte, hat ihn am meisten überrascht? Satoshi fand ich unfassbar toll. Den kannte ich wirklich musikalisch wirklich nur leicht, aus der Entfernung, sage ich mal. Ich kenne über Hoshiko, über Geburtstagsfeiern und sowas. Daher kenne ich Satoshi. Oder mal in irgendwelchen Clubs getroffen oder so. Das hat unfassbar gut funktioniert. Und ich glaube, ich möchte jetzt niemandem dazu nahe treten, aber vielleicht einfach ihn auch umso mehr loben. Also ich glaube, er ging da mit dem Fahrplan rein und machte sich da wirklich lange Gedanken, was er alles machen möchte, was er anbieten könnte und machte sich wirklich Konzepte schon weit vorher. Das war, habe ich gespürt, aber viel, also sehr so kristallisierte, definierte Momente. So, das fand ich großartig.
Thorsten Queschning mit Satoshi Okamoto und ein Ausschnitt ihrer Session der Behind Closed Doors Serie. Kommen wir noch einmal zurück zur Grundidee hinter diesen Konzerten, die es ohne die besonders die Kultur betreffende Corona-Krise wohl nie gegeben hätte. Und das aus einem ganz einfachen Grund. Die Leute hätten schlichtweg keine Zeit gehabt. Also es gibt ja Kollaborationen, wo wir uns seit Jahren vornehmen, mal was zusammen zu machen. Und es ist einfach die Kalender. Also niemand von uns ist jemand in dem Bereich, also wenige und ich nicht, die irgendwie 300 Konzerte im Jahr spielen. Trotzdem reichen zum Teil 20 bis 50, um die Kalender so weit auseinander zu fächern, dass man in Jahren nicht dazu kommt, sich einmal sinnvoll im Studio zu treffen. Und momentan hatten die Leute alle Zeit. Oder haben die Leute Zeit? Jeder geht mit der Sache auch anders um. Ne? Viele waren auch so paralysiert in irgendeiner Form. So, was passiert jetzt? Und darum gab es wirklich auch, ich meine, wir sehen es mit der zweiten Staffel, da gibt es noch viele Leute, die darauf richtig Lust haben. Im Prinzip selbst Frick sagte, er hat sich gefreut darüber, was man sonst hasst, loszufahren, seine Sachen abzubauen, die Sachen irgendwo aufzubauen, also im Prinzip die romantische Seite des Musikmachens, Sachen tragen und Kabel legen. Aber auch das fehlt irgendwie zum Alltag. Ne? Das ist wirklich also so ein bisschen Normalität. Wir gehen jetzt wieder arbeiten. Was es bringt, das sehen wir alle später so. Ich meine, aber das Konzept ist nicht ausgelegt, dass wir irgendwie jetzt sagen, das reicht fürs halbe Jahr oder so. Aber ist ja vollkommen egal. Nee, das ist toll. Also ein bisschen Normalität für die meisten Leute, für einen Tag so. Wir spielen jetzt wieder zusammen, bauen in einem Konzertsaal auf. Auch das war schon. Und die hätten halt, sonst sind die Leute zerstreut, verstreut auf der Welt und haben einfach keine Zeit. Also es war immer ein Traum von mir, sowas zu machen. Also auch so ein Traum, so ein Proberaum mit festen Kameras installiert oder so. Hatte ich mir immer überlegt, wäre sehr schön, weil ich halt wirklich auch Session-Situationen sehr genieße, von der Idee her, als Kontrast zur Studioarbeit, wo man Dinge im Prinzip horizontal aufnimmt, also das heißt nacheinander, ne, von nichts in der Zeitachse. Und Dinge, die zeitgleich passieren, interagieren auch miteinander. Und das finde ich großartig. Das heißt, ich würde dem Filter, also das Filter in dem Sinne, falls ja modular ist, anders setzen, wenn ich es nacheinander aufnehme. Wenn alles zeitgleich läuft, interagieren Töne, Klänge und auch den selbst Harmonien und Melodien deutlich anders miteinander, als wenn man Dinge nacheinander aufnimmt. Also in meiner Welt mindestens. Behind Closed Doors ist zwar aus der Not geboren, aber gleichzeitig auch ein ungemein inspirierendes Projekt und eine Idee, die auch über die Corona-Zeit Bestand hat, zudem anderen Musikern Mut machen kann, in diese Richtung zu arbeiten. Dankeschön, hoffe ich. Wirklich, und wenn es die Verbindung untereinander sind, ne? Also man hat sich immer mal gesehen, aber jetzt hat man auch was gemeinsam geschaffen, so. Das verbindet natürlich enorm. Und was im nächsten Jahr ist, ich meine, so Sachen, die immer sehr, sehr langweilig und albern sind, mit denen man sich trotzdem auseinandersetzen muss. Ich meine, diese amerikanischen Promoter, die jetzt sagen, dass Herbst 21 realistisch wäre, aber fast schon zu früh, ne? Wir müssen uns wahrscheinlich wirklich auf lange Zeit damit abfinden, weil es einfach nicht umsetzbar ist. Ich meine, jetzt kurz wieder um den so ein bisschen den dramatischen oder den depressiven Faktor reinzubringen. Die Sache ist natürlich, solange es keine Konzerte gibt, kauft auch niemand Karten. Also jetzt zu denken, mit 30.8. ist irgendwie ab 1.7., schon 1.9. Kann man Konzerte spielen. Wenn bis zum 30.8. niemand einen Vorverkauf irgendwie wahrnimmt und man auch keine Werbung fährt, weil man immer noch nicht sicher ist, funktioniert das ab 1.9., funktioniert das ja überhaupt gar nicht. Ich meine, wir sind mit Tension Dream das Tempodrom im September. Ja, du kriegst ja in zwei Wochen nicht, das ist einfach eine große Halle. Das geht einfach nicht, ne? Und das ist Tempodrom in Relation zu richtig großen Bands ist ja noch winzig, ne? Wenn du so nimmst, was machen die Leute mit 10.000 Karten? Du kannst einfach nichts machen, so.
Thorsten Quaschning mit Markus Reuter und ein Ausschnitt ihrer Behind Closed Doors Session. Der wohl populärste Gast dieser Sessions war ohne Zweifel Christopher van Dylen, besser bekannt als Schiller, mit dem Thorsten vor dieser Session bereits ein Autokinokonzert absolvierte. Also ein Konzert, bei dem das Publikum im Auto sitzen bleibt, das Konzert auf der Bühne zwar sieht, aber nur im eigenen Autoradio hören kann. Ein Corona-Erlebnis der ganz besonderen Art. Ich meine, diese Autokino-Konzerte kann man natürlich aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Ne? Also es ist wirklich spooky. Ich habe während des Schiller-Konzerts mal für 10 Sekunden Kopfhörer rausgenommen. Das ist wirklich verrückt, ne? Weil die Fenster müssen ja oben sein. Und man hört dann durch die, was weiß ich, 300.000, 500.000 Autos so ein ne? Also so ein bisschen, ne? Also so ein leichtes Wabern der Bässe so. Und sonst ist da ja nichts. Es gibt ja keine PA. Ach, diese Konzertsachen. Ich meine, dass wir uns nicht um das Publikum kümmern. Das meine ich, also das klingt jetzt nicht, dass ich mich im Kopf und Kragen rede. Die Sache ist, meine Art von Musik oder auch, ich kann jetzt nicht für Christopher sprechen, so, aber ich, wenn das ähnlich funktionieren sollte, ist teilweise mit dem Publikum verbunden. Na, wirklich diese innerliche Verbund und auch diese Sache und die Session ist dann sehr frei, aber wir haben ja keine Momente, wo wir ein Publikum zum Klatschen oder Singen animieren oder wo wir auf ein Hände oder Armschwingen von links nach rechts irgendwie warten, wie bei zum Beispiel bei Sido oder sowas. Ne? Das ist, ich meine, da muss jeder für sich das klären. Ich glaube, dass Musik, in der ich meist beteiligt bin, die Interaktion mit dem Publikum ist nicht die des Zurückbrüllens, ja. Weil wir brüllen sie ja auch nicht an. Absurd ist es, glaube ich, bei Comedians, weil die Sache ist ja auch so, dadurch, dass es ein Radiosender ist und durch verschiedene Prozessorgeschichten den Ton aufbereitet und natürlich auch, ich meine, sowas wie ein Limiter. Ich meine, das ist ganz wichtig. Ich werde auch wieder der große Gag, werden einige Tontechniker sich freuen, dass es das gibt. Ich meine, ich habe in Dresden, der Philharmonie, meine Box runtergehauen durch meinen Bass. Das ist eine Sache, aber wenn du jetzt irgendwie 1000 Autoradio sprengst, macht's auch keinen Sinn. Nee, das ist so eine Sache. Also von daher gibt es wirklich harte Limiter. Limiter verzögern Dinge. Plus die Sendeumwandlung, hast du zum Teil über eine Sekunde. Das ist bei Comedians, wo du auf Timing und Reaktion des Publikums angewiesen bist, muss das unfassbar schwierig sein, habe ich mir überlegt. Das muss ja, also du erzählst einen Witz, erstmal kommt die erste Reaktion, die dann ein Hupen ist, ja, oder eine Lichthupe, und eine Sekunde später. Und da in meiner musikalischen Welt Dinge so konzertant funktionieren, wie im klassischen Kontext, zum Teil, wo wir keine Pausen zwischen einem Track machen und den nächsten spielen, ist es sowieso ja auch nicht groß üblich, dass die Leute bei uns zwischen Titeln irgendwie jetzt groß reagieren. Und ich glaube, das macht alles einen großen Unterschied. Von daher können diese Konzepte, glaube ich, auch in Autokinos funktionieren. Jetzt wieder ein bisschen mit dem Schmunzler. Wie häufig muss ich mir anhören, dass ich zu laut bin? Jetzt können sie es halt selbst runterregeln. Und die Session, die Thorsten mit Schiller für Behind Closed Doors gespielt hat, die hören wir zum Schluss dieses Specials und zum Schluss dieser heutigen Ausgabe der Grenzwellen hier bei Radio Hannover. Mehr zu diesen Sessions, alle Links zu den weiteren Konzerten und wo man diese Alben auch käuflich erwerben kann, erfahrt ihr auf der offiziellen Grenzwellen-Seite bei Facebook oder auch auf der Grenzwellen-Fanpage bei Facebook, wo ihr in beiden Fällen auch das Tracklisting dieser Sendung findet. Dank wie immer an das Team der Grenzwellen-Fanpage bei Facebook. Ein besonderer Dank an Thorsten und natürlich an euch fürs Zuhören. Kommt gut durch die Nacht und bleibt gesund. Am Mikrofon war Ecki Stieg.